Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ich muss jetzt gerade echt überlegen, was machen wir als nächstes, was hatten wir als letztes gemacht? Als letztes hatten wir den falschen Mönch erledigt und das Assassinengrab hatten wir auch schon gelöst, ja. Stimmt, wir wollten hier die Erinnerung machen. Vorher holen wir uns die beiden Schätze da. Haben wir hier sonst keinen Erinnerungsanfang? Dann haben wir die Story ja schon hier relativ weit gebracht, oder? Aber was heißt weit gebracht? Ich schätze mal, da kommt noch so einiges. Die Villa, Villa Salviati, genau das hatten wir ja schon gelesen mit dem angehenden Erzbischof, der dann den Flitzer gemacht hat, dass einer seiner Angestellten oder dass ein anderer irrtümlicherweise für ihn gehängt wurde. Alles ganz schön linke Bazillen. Was ist das eigentlich für ein Ausruf, du linke Bazille? Und irgendwie ist hier nicht gerade ein Kabel im Weg. Und ich überlege gerade, ob ich den Uploadplan für meinen Kanal etwas umstrukturiere. Also normalerweise versuche ich jetzt jeden Tag eine Folge Assassin's Creed 2 hochzuladen oder zu veröffentlichen. Manchmal lade ich auch mehrere Folgen hintereinander direkt hoch. Aber ich überlege, dass ich dann Song of Horror im Zweitagesrhythmus mache, weil mir nämlich auch noch ein anderes Projekt vorschwebt, was ich gerne machen würde. Weil mir schon gesagt wurde, oh ja, Retro ist eigentlich so ein bisschen deins, das macht da doch mal wieder was von. Mach doch mal wieder ein Retro-Spiel oder mach doch mal wieder ein Click and Point. Und mir schweben zwei Retro-Games tatsächlich vor, die ich gerne machen würde. Eins davon hatte ich schon überlegt, ob ich das im Stream mache und dann hier hochlade, was ich wahrscheinlich auch machen werde. Und das andere könnte ein längeres Projekt werden, ist aber auch ein Retro-Spiel mittlerweile. Zumindest für mich ist das Retro. Aber mir schweben da noch so einige Sachen vor. Aber Song of Horror würde ich dann gerne vielleicht im Zweitagesrhythmus machen, Assassin's Creed beibehalten, immer jeden Tag eine Folge. Wir haben Erzbischof Salviati, dass wir da schneller vorankommen. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Hinter verschlossenen Türmen die Wachen der Villa mit Hilfe von Mario Selman überwältigen, Francesco Salviati eliminieren. Brauchen wir da wirklich... Ach, die haben wir automatisch, okay. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Meine Energie ist voll und ich brauche keine Medizin, soweit ich weiß. Neue Medizin ist voll. Und da er keine Rauchbomben dabei hat, aber da er keine Rauchbomben verkauft. Wo? Ich sehe euch, Assassine! Diese Mauern haben 100 Jahre gestanden und werden weiter 100 bitte. Jahre stehen. Hört auf, das Leben eurer Männer. Gut, los. Fährt um! Durch den Schädel!
Ibadjan. Infiltrieren. Das, was ich nicht kann. Was, runter hier oder ich will... Ich bin nicht mal hier oben. Du Affenarsch. Das ist mir zu blöd. Ich geb's auf. Verdammt, da kann ich nicht lang. Ich euch? Ihr da mit dem Oberarm. Halt! Eine Minute. Halt, mein Herr. Ich möchte mit euch... Halt! Ich habe eine Frage, Miss Rehle. Hier. Ich bin ja schon weg. Jetzt runter hier. Einen Moment mal. Ich kenne ihn. Ich bin mir sicher. Einen Moment, Stadina. Ich habe eine Frage. Miss Rehle, er macht eine Frage an. Bleibt hier. Ihr, hey, da, mit deiner Pulse. Aspettate. Nur einen kleinen Moment. So, ihr werdet da angegriffen. Na, juckt der Rücken? Dort ist er! Packt ihn! Hier kam. Ich sollte auch eine Waffe ausrüsten, oder? So weitermachen. Brauchen wir hier bald nichts mehr infiltrieren, weil dann haben wir vorher schon alles ausgelöscht und können hier einfach so durchlatschen. So, hier hoch. Wachen sind da hinten ja beschäftigt. Ja, 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 ja. Ich bin ja schon gleich weg. Ich bin ja gleich weg. Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Odio questi momenti di incertezza. Mi attacchi tu. Ops. So. Wenn du anhältst, nicht in deinen Tod aussuchen. Wir fallen zurück. Schneller, Brüder. Au! Wo sind meine... Handlanger? Spinnen die? Gut, dann schlachten wir uns hier jetzt durch. Du wirst nicht entkommen! So, Konter. Besser du stirbst jetzt schnell, Verräter. Wolltest du mich etwa überraschen? Was eine Überraschung, ich war vorbereitet. Ich glaube, da hinten ist einer. Oh. Los. Au. Du Idiot. Da sind drei. Ich habe euch gewarnt, Assassine. Ihr hättet besser zugehört. So, zwei weniger. Wir haben keine Rauchbomben.
Ihr Templer, ihr singt alle das gleiche Lied. Denkt ihr an, ich will hier weg. An mir Angst? Das sollten sie. Soll ich eure Überreste an diesen Säufer Mario senden? Aber warum? Er wird euch sowieso nicht mehr erkennen können. Das ist ein toller Plan. Unsinn erzählen, während ihr eure Männer in den Tod schickt. Ich bin ein vernünftiger Mann. Du? Was sagt ihr dazu? Ich will hier doch nur weg. Ich rufe meine Männer zurück. Verzeiht, Freund. Ihr seid auf meiner Liste. Euer Schicksal ist besiegelt. Ich nehme alle Glieder aus. So, erstmal das Schwert wieder ausrüsten. Hallo, Schwert. Behandelt man denn so einen Gast? Was ist das? Wache zu mir! Schwert, Schwert, Schwert. Ja, Konter. Alter! So, darf ich jetzt bitte einmal Medizin benutzen? Wo ist meine Verstärkung? Klettern die hier nicht rüber? Sind die zu blöd zum Klettern? Muss man wieder alles selber machen, oder? So. Interagieren. Hi Jungs, kommt ihr? Hallo Jungs. So, ich brauche ein Messer. So, der ist hinüber. Nein, nicht wegwerfen. So. Hat der noch irgendwas dabei? Macht doch hier nicht gleich hinter verschlossenen Tür. Haben wir das jetzt tatsächlich geschafft? Wie du ohne Zweifel gehört hast, jagt er uns und will Vergeltung. Wir hätten nie zustimmen, uns nie verschwören sollen. Aber was getan ist, ist getan. Also habe ich in 3 Nächten ein Treffen mit dem Maestro einberufen, um Unterschlupf zu bitten. Entweder in Venedig oder bei ihm oder in Rom. Wir treffen uns in der Kirche San Gimignano und gehen zur rechten Stunde an den Ort. Ich bitte dich dringend, teilzunehmen. Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Der Assassiné ist erbarmungslos. Oh ja. Wir alleine können nicht hoffen, ihn aufzuhalten. Aber mit der Hilfe des Maestro, vielleicht können wir uns die Zeit kaufen, die für die richtige Reaktion nötig ist. Achte gut auf dich. Florenz mag verloren sein, aber das muss nicht unser Ende bedeuten. Möge der Vater des Verstehens dich leiten. Dein Bruder Jakob. Ach, Jacopo, dich werde ich auch noch finden. Okay, dann ist Jacopo anscheinend entkommen. Dann haben wir aber den Hinweis schon mal darauf, wo er hin ist. Hey, eine Rauchbombe. So, da ist eine Leiche. Aber die ganzen Leichen weg. Wurfmesser. Haben wir ein Wurfmesser zurückbekommen. Wie gnädig, nachdem er das in der Brust stecken hat. Wie gnädig, dass er das dann für uns aufbewahrt. Och, er auch. Und ich finde das ganz witzig, dass Ezio diesen Typen da mit der vollen Rüstung einfach mal eben so durch die Gegend tragen kann. Als wenn er gar nichts wiegt. Und allein so ein Mensch, der wiegt ja schon einiges.
Ich möchte nicht die Waffe aufheben. So. Ich möchte die Leiche aufheben und verschwinden lassen. Ihr seid ja lahmarschig. Wenn ihr so schnell zurückfallt. Mann, ich wollte hier eigentlich ganz friedlich abhauen. Ich wollte hier ganz friedlich abhauen. Aber wenn ihr mich nicht lasst, ist auch in Ordnung. Können wir auch anders regeln. Mörder. Mörder, er ist weg, er ist entkommen. Erstmal Energie. Hier brauchen wir nicht rüberklettern. Wo müssen wir jetzt hin? Wo ist denn jetzt das Ausrufezeichen? Mitten in der Stadt. Vorher holen wir uns den Schatz noch. So, ist hier außerhalb der Sichtweite, außerhalb dem Sichtfeld der Wachen hier irgendwo ein Pferd? Gut, dann nicht. Dann nehmen wir den Gaul. Ich bezweifle, dass die schneller sind als ein Gaul. So, hier hat's.